Epiphanie in Bethlehem ist zu Ende. Das Fest begann am 5. Januar mit dem feierlichen Einzug von Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes. Am nächsten Tag gab es eine Prozession durch den Kreuzgang der Katharinenkirche neben der Grotte der Geburt Christi. Yisca Harani, eine Lehrerin aus Tel Aviv, die sich seit Jahren für den interreligiösen Dialog einsetzt, hielt zu Weihnachten eine spezielle Online-Vorlesung, um die live aus Bethlehem übertragene Mitternachtsmesse einem jüdischen Publikum zu erklären. Nach den Feiern zur Epiphanie für die Christen des westlichen Ritus begannen die Weihnachtsfeiern für die Christen des östlichen Ritus am 6. Januar in Bethlehem mit dem feierlichen Einzug der orthodoxen Kirchenführer in die Geburtsbasilika. In der ersten Episode der besonderen Pilgerreise zusammen mit dem Kustos des Heiligen Landes kam es zur Begegnung mit den Personen, die die Geburt Jesu miterlebt haben. In dieser zweiten Folge, nach dem Evangelium des Heiligen Matthäus, folgt die Geschichte der heiligen drei Könige, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen. Auch wenn Bethlehem in diesem Jahr leer und ohne Pilger ist, bleibt die Bedeutung der Epiphanie unverändert. Es ist immer noch die Erscheinung Jesu für alle Völker. Am 5. Januar empfing Bethlehem den Kustos des Heiligen Landes, Bruder Francesco Patton, der von mehreren Pfadfindergruppen begleitet wurde. Mit seinem feierlichen Einzug in die Stadt begann die Feier des Dreikönigsfestes. Eine schlichte Feier, die aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie nur ein paar Dutzend Gläubigen und Vertretern der Zivilbehörden vorbehalten war. Nach der feierlichen Vesper folgte eine Prozession zur Geburtsgrotte, in die das Jesuskind am Heiligen Abend gelegt worden war. Questo è un momento molto difficile che noi viviamo e sappiamo che ancora per diversi mesi. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit und wir wissen, dass wir noch einige Monate lang die Zähne zusammenbeißen müssen, um unseren Auftrag als Kustodie des Heiligen Landes zu erfüllen und damit die lokalen Christen weiterhin leben und ihre Präsenz hier im Heiligen Land lebendig halten können. Aber wir alle schöpfen Kraft und Hoffnung, gerade aus der Gegenwart Jesu in unserem Leben und in unserer Geschichte. Er wurde arm geboren und deshalb sollte es uns nicht erschrecken, wenn es Zeiten gibt, in denen die wirtschaftlichen Ressourcen reduziert sind oder fehlen. Er hat sich von Kindheit an zum Diener gemacht. Le risorse economiche si riducono o vengono meno. Lui si è fatto servo fin da bambino. Am Morgen des 6. Januar zelebrierte Bruder Francesco Patton die feierliche Messe. Wir lernen, die ganze Menschheit, so der Kustos in seiner Predigt, als eine Menschheit von Brüdern zu betrachten. Die ganze Menschheit ist aufgerufen, vor dem Kind von Bethlehem niederzuknien. Alle Menschen sind aufgerufen, ihm Gold zu opfern. Das heißt, ihn als den einzigen Herrn ihres Lebens anzuerkennen, ihm Weihrauch zu opfern. Das heißt, ihn als den wahren Gott anzuerkennen, der sich uns mit dem Antlitz eines Kindes zeigt. Ihm Myrrhe zu opfern, das heißt anzuerkennen, dass dieser unser Herr und Gott sich entschieden hat, unser ganzes Dasein zu teilen, einschließlich Leiden und Tod. Wir Christen feiern gerne das Weihnachtsfest hier in Bethlehem, aber dieses Jahr war es sehr schwierig. Heute war die Kirche voll, aber in den vergangenen Jahren war sie noch viel voller. Aufgrund der Bedingungen, die wir erleben, seit das Virus auch in der Stadt Bethlehem angekommen ist, haben viele Angst zu kommen. Auf der anderen Seite sollten wir als Christen unsere Feste und Feiern nicht vernachlässigen. Wir müssen die Gegenwart des Herrn lebendig spüren, damit sein Segen auf uns herabkommt und das Leben zur Normalität zurückkehrt. Die Feier endete mit einer Prozession zur Geburtsgrotte, die durch den Kreuzgang vor der St. Katharinenkirche führte. Wie jedes Jahr trugen die Brüder der Kustodie des Heiligen Landes die thronende Statue des Jesuskindes aus der Krippe, während die Kinder, empfangen von den Schwestern des fleischgewordenen Wortes, die Geschenke erwarteten. Es ist ein besonderer Tag, denn Epiphanie bedeutet Erscheinung von Christus. Heute wie auch morgen bittet er uns, mit unserem Leben Liebe zu zeigen.
Wo auch immer wir hingehen, wir werden unsere Mission korrekt ausführen. Und wir sind Gott dankbar dafür, dass er uns die Gelegenheit gab, Bethlehem all diese Jahre zu dienen. Ich dachte, dies sei der Moment, etwas zu erklären, dass die ganze christliche Welt feiert, dass wir Juden aber nicht in der Tiefe kennen. Kurz vor Mitternacht an Weihnachten waren 1000 Menschen online dabei. 2 Stunden später verfolgten immer noch 200 von ihnen die heilige Messe live aus Bethlehem. Geleitet wird diese spezielle Online-Lektion von Yiska Harani, einer Lehrerin aus Tel Aviv, die sich seit Jahren im interreligiösen Dialog engagiert. Hier ist sie in der Geburtsbasilika, während sie nützliches Material für ihren Unterricht sammelt, der an den Adventssonntagen begann. Das Ziel? Weihnachten einem jüdischen Publikum zu erklären. Ich übersetzte für sie jeden Psalm, jedes Responsorium und alle anderen Teile der Liturgie. Ich sagte ihnen, hört euch das jetzt an. Das ist die Antwort. Aber was ist das Responsorium? Warum ist es wichtig, dass Menschen mit Gesang antworten und sich beteiligen? Ich wollte auch, erklärt Yiska, dass eine israelische Institution dabei ist und ich bin dem Turm-David-Museum in Jerusalem sehr dankbar. Das ist die Heiligabend-Initiative sponsert. Viele Menschen wollen verstehen, entschlüsseln, was vor sich geht. Obwohl, das muss gesagt werden, für ein jüdisches Publikum die alttestamentlichen Lesungen sicherlich vertraut klingen. Ich habe darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt, aber ich denke, dass es im interreligiösen Dialog sehr wichtig ist, nicht nur über die gemeinsamen Nenner zu sprechen. Ich denke, der wichtigste Teil des interreligiösen Dialogs ist das Zulassen, Ansprechen und Akzeptieren von Unterschieden. Dieses besondere Jahr hielt auch große Chancen bereit, schließt Yiska. Dank der Technologie konnte ich Menschen ansprechen, für die es sonst sehr schwierig gewesen wäre, teilzunehmen. Im Laufe des Abends erklärte ich, dass einer der bedeutendsten Momente der Abschluss der Feier in der Geburtsgrotte sein würde. Ich wiederholte mehrmals, ihr seid wahrscheinlich sehr müde, aber dieser Moment ist wirklich etwas Besonderes. In Rom kann man nicht in die Grotte hinuntergehen, auch wenn dort der Papst ist. Ich denke, Sie haben es verstanden. Dies ist der einzige Ort auf der Welt, an dem das Jesuskind am Ende der Mitternachtsmesse nicht in eine künstliche Krippe gelegt wird, sondern genau an den Ort, an dem es geboren wurde. But going to the real place. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Die Christen der Ostkirchen feierten Weihnachten am 6. Januar. Der Tag begann mit dem feierlichen Einzug, begleitet von Gruppen von Pfadfindern, von Gabriel Daho, Vikar für Jerusalem und Jordanien des syrisch-orthodoxen Patriarchats, gefolgt vom Einzug von Anbar Antonios, koptisch-orthodoxer Erzbischof von Jerusalem und dem Nahen Osten. Besonders erwartet wurde die Ankunft seiner Seligkeit Theophilos III., Patriarch der orthodoxen Kirchen von Jerusalem. Enbar Kom, Patriarchalvikar der äthiopisch-orthodoxen Kirche von Jerusalem, schloss den feierlichen Einzug ab. Die Geburt des Erlösers, die Geburt des Friedenskönigs, ist ein wichtiges Ereignis. Er kam für den Frieden und wir hoffen, dass Friede auf der ganzen Welt herrschen wird. Gerade unter diesen schwierigen Bedingungen und angesichts der Ausbreitung der Epidemie müssen wir auch geistig bereit sein. Wir hoffen, dass 2021 ein Jahr der Hoffnung und des Friedens für die ganze Welt sein wird. Die Botschaft Christi an die ganze Welt an diesem Fest ist eine Botschaft des Friedens und wir bitten ihn, König des Friedens, gib uns Frieden. Wir gehen durch schwierige Zeiten mit der Ausbreitung der Pandemie.
Die meisten Einwohner dieser Stadt sind vom Tourismus abhängig und durch die Schließung sind viele arbeitslos. Bitten wir Gott, die Pandemie verschwinden zu lassen und Freude auf die Erde zu bringen. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus um Gesundheit, Kraft und Weisheit, damit wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen können. Die Feierlichkeiten in diesem Jahr, einschließlich der Mitternachtsmesse, waren aufgrund der Einschränkungen, die durch die Pandemie auferlegt wurden, nur auf religiöse Riten beschränkt. Es gibt keine Freude. Die Pandemie hat die Menschen psychisch und wirtschaftlich getroffen. Im Jahr 2000, also während der Intifada, waren wir nicht so betroffen wie jetzt. Wir hoffen, dass dieses Jahr und mit Weihnachten die Pandemie ein Ende hat und dass es ein Jahr des Guten für alle wird. Das Wichtigste ist, dass wir uns lieben und uns Liebe wünschen. Nur Liebe. In diesem Jahr kam Weihnachten für alle unter sehr schwierigen Bedingungen, die sowohl die Menschen im Heiligen Land als auch in der ganzen Welt betreffen. Aber es bringt die Hoffnung mit sich, dass das Licht über die Dunkelheit und die Krankheit siegen wird. In der ersten Folge der besonderen Pilgerreise mit Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, haben wir die Personen kennengelernt, die Zeugen der Geburt Jesu waren. Wir orientierten uns an den biblischen Texten, den historischen Daten und dem Ursprung der weltlichen Tradition. In diesem zweiten Teil folgen wir den Geschichten von Matthäus und den heiligen drei Königen, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen. Papst Franziskus schickt ein Fragment der Reliquie der Wiege des Jesuskindes, die in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom aufbewahrt wird, ins Heilige Land zurück. In den biblischen Erzählungen bringen Personen dem Jesuskind Geschenke. Dann gibt es natürlich noch ein anderes, sehr wichtiges Evangelium, und zwar das Evangelium nach Matthäus, das andere Charaktere hinzufügt. Welche Personen fügt Matthäus hinzu? Es sind im Grunde die heiligen drei Könige. Sie kommen in Bethlehem an und diesmal spricht der Evangelist Matthäus nicht von einer Höhle, sondern von einem Haus. Sie sind in einem Haus und er sagt, dass die Weisen aus dem Morgenland bei ihrer Ankunft eine große Freude empfinden, als sie das Kind und seine Mutter sehen. Sie werfen sich nieder, bücken sich dann, um mit der Stirn den Boden zu berühren, beten Jesus an und bringen drei Gaben dar, die einen sehr hohen symbolischen Wert haben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Incenso e Mirra. La tradizione poi ha aggiunto cose. Die Tradition hat einige Details hinzugefügt. Im Mittelalter wurden die Weisen zu den heiligen drei Königen. Der Inhalt eines Psalms, der von den Königen von Saba und den Inseln spricht, die mit Geschenken kommen werden, wurde aufgegriffen. Und so nahm die mittelalterliche Tradition diese Weisen, die Priester des Zarathusterkultes, und verwandelte sie in Könige. Auch die Darstellung änderte sich. Hatten sie vorher einen phrygischen Hut, also mit der Spitze nach vorne, so haben sie danach die Krone. Nach und nach kommen weitere symbolische Elemente hinzu. Sie werden zu einem mit weißer Hautfarbe, einem mit asiatischen und einem mit afrikanischen Gesichtszügen, um zu sagen, dass alle Völker der Erde gekommen sind, um das Jesuskind anzubeten. Per dire tutti i popoli della terra sono venuti ad adorare il bambino Gesù. Auch im Alten Testament finden wir Prophezeiungen, die die Geburt Jesu ankündigen. E naturalmente poi ci sono degli altri elementi. Natürlich gibt es noch andere Elemente, die in der Krippe ins Spiel kommen. Zum Beispiel der Esel und der Ochse, die einer Prophezeiung von Jesaja entnommen sind, die dann in der patristischen Ära als zwei Figuren umgedeutet werden, die das Volk Israel und die heidnischen Völker repräsentieren, um noch einmal zu sagen, dass die ganze Menschheit aufgerufen ist, das Jesuskind aufzunehmen. Tutta l'umanità è chiamata ad accogliere il bambino Gesù. Ecco, di fatto il presepio nasce mettendo insieme questi vari elementi e quindi il presepio raffigura non solo
In der Tat ist die Krippe durch die Zusammenstellung dieser verschiedenen Elemente entstanden und zeigt daher nicht nur die Weihnachtsszene vom 25. Dezember, sondern auch die Epiphanie, die wir am 6. Januar feiern, und stellt somit das gesamte Geheimnis der Menschwerdung dar und macht es in einer einfachen, auch für ein Kind verständlichen Form sichtbar. Auf diese Weise, so könnte man sagen, verwandelt sie das Evangelium in etwas Sichtbares, das in der Lage ist, bei uns allen Teilnahme, Ergriffenheit, Freude zu wecken. Die Krippe braucht immer einen zusätzlichen Charakter, und diese zusätzliche Person ist derjenige, der sie aufstellt, der sie betrachtet. Sogar das materielle Herstellen der Krippe sollte in gewisser Weise eine Meditation über die einzelnen Charaktere sein, eine Identifikation mit den einzelnen Personen und dann wirklich ein Jubeln und eine Anbetung des Jesuskindes und seine Annahme als Retter. Sui singoli personaggi e poi veramente un gioire e adorare il bambino Gesù e accoglierlo come Salvatore. Letztes Jahr zu Weihnachten begrüßte die Stadt Bethlehem mit großer Freude eine Reliquie der Wiege des Jesuskindes, die in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom aufbewahrt wird. E proprio l'anno scorso Papa Francesco ha voluto farci dono di un frammento di questa. Gerade letztes Jahr wollte uns Papst Franziskus ein Fragment einer dieser vier Ruten schenken, ein ziemlich großes Fragment in einem schönen Reliquienschrein. Und jetzt bewahren wir es in Bethlehem auf. Wenn die Weihnachtsfeierlichkeiten stattfinden, wird sie der Verehrung ausgesetzt. Bereits Ende November, am ersten Adventssonntag, haben wir die Reliquie in einer Prozession getragen und zur Verehrung ausgestellt. Es gibt viele kleine Zeichen, die an die Wirklichkeit der Menschwerdung erinnern. Wenn wir von Jesus sprechen, folgen wir nicht Fantasien, Fabeln, sondern wir folgen einer Geschichte, die uns dazu führt, das Konkrete des Geheimnisses der Menschwerdung zu betrachten, des unsichtbaren und unendlichen Gottes, der sichtbar wird und sich in etwas sehr Endlichem manifestiert, einem kleinen Kind, das alles braucht. In qualcosa di molto finito, ecco, un bambino piccolo che ha bisogno di tutto.